Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es los mit der Pyrotechnik in den Discountern. Und gleich vorneweg sage ich möchte hier keinem zu nahe treten, beziehungsweise ich möchte auch nicht hier die Enttäuschung noch größer machen, dass es momentan in Deutschland solch Pyrotechnik nicht zu kaufen gibt. Das war die Entscheidung der Bundesregierung. Und natürlich hält sich jeder Discounter oder jeder Geschäftsladen daran. Es gibt natürlich hier in Polen ganz normal das Feuerwerk, wie im letzten Jahr auch. Wir hatten solche Verbote noch nie und man kann dieses Feuerwerk auch mit über die Grenze nehmen. Ich sage hier in Anführungszeichen, da müsst ihr euch aber in jedem Fall vorher informieren, was muss man beachten, was darf man nicht tun, wie viel darf man mitnehmen. Das ist gefährlich, da müsst ihr euch drüber im Klaren sein, das darf man nicht ohne weiteres im Kfz über die Grenze bringen, Wenn man gewisse Mengen überschritten hat. Also bevor ihr jetzt, wenn ihr in der Grenze wohnt, einfach rüberfahrt, knallt euch den Kofferraum voll, tut mir den Gefallen, informiert euch, ruft vielleicht auch diese Stellen an, wo man sowas erfahren kann, damit ihr nicht später in Schwierigkeiten kommt. Das möchte ich in keinem Fall. Deswegen ist das hier nur eine kleine Information. Was gibt es bei den Discountern zu kaufen und wie hat sich das heute am 27.12.21 verhalten? Ihr seht das, ich habe hier ein Lidl-Prospekt und da ist es ganz komisch, denn wir haben hier effektiv nur drei Sachen auf der Rückseite. Das ist, wie gesagt, das Prospekt, was jetzt rausgekommen ist für Silvester. Da sieht man hier auch, ja, Silvester, The Lidl. Und ja, tatsächlich ist auf der Reklame, die vor dem Geschäft aufgehängt ist, noch mehr zu sehen. Da sind auch Raketen mit drauf. Aber hier haben wir jetzt nur drei, wahrscheinlich diese Hauptsachen. Und im Geschäft drin war auch mehr in der Auslage. Es war vieles aufgebaut. Es war so eine kleine Stelle noch abgesperrt, weil da kommt immer ein Sicherheitspersonal und achtet, dass man auch erst ab 18 hier rumwühlt und das kauft. Nebendran stand auch ein Feuerlöscher. Also die achten da schon drauf. Wobei, normalerweise rennt ja keiner mit einem brennenden Streichholz durch den Lidl. Aber wie gesagt, hier haben wir nur eine Batterie, 64 Schuss, Harmonie nennt sich das, für 99 Sorte. Wir haben eine 16 Schuss Magic Batterie für 24,99 und wir haben hier die Batteria Stodwadischa, das heißt 120 Schuss Euphoria für 179 Zloty. Das war die Info. Mehr gibt es hier nicht an dieser Stelle. Es gibt hier noch einen Katalog, der ist auch fürs neue Jahr, der ist dann aber eher an die gerichtet, die jetzt über Weihnachten zu viel gegessen haben. Ich werde das jetzt nicht vorstellen. Ich wollte ein bisschen Abstand nehmen von dieser Art der Werbung, weil das einfach auch im Internet nachgeschaut werden kann. Möchtet ihr dennoch solche kleinen Prospektevorstellungen hin und wieder sehen, schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Vorneweg, ich war auch bei Kaufland. Kaufland an der Infotheke habe ich die Dame gefragt und die hatte gesagt, sie hatten noch keinen Platz zum Aufbauen. Auch das Montagsmagazin beim Kaufland war noch nicht draußen. Wer da Interesse hat, speziell vom Kaufland, ich kann das gerne nachreichen, das dürfte aber dann auch wieder ein, zwei Tage in Anspruch nehmen, bis das passt. Deswegen nehmen wir jetzt hier dieses Biedronka, der Marienkäfer, dieses Prospekt, weil das ist vollgestopft. Hier auch wieder 18 plus. Die achten schon drauf, dass hier solche Sachen nicht an Minderjährige verkauft werden. Das ist ganz klar. Und was wir hier jetzt haben, das habe ich auch im Geschäft gesehen, im Laden. Da war das schon eingepackt, aber noch nicht zum Verkauf bereit. Stand auch überall. Hier 50% minus beim zweiten Produkt, wenn man das günstigere nimmt. Das heißt, wenn wir jetzt die hier kaufen würden, einmal für 39,99, diese 25 Schuss und die 16 Schuss für 24,99, würden wir von dem zweiten 50% abgezogen bekommen. Das ist dieses Angebot. Müsst ihr natürlich schauen, was er hier kauft. Dann haben wir hier diese großen Sternspritzer, die man in der Hand halten kann oder irgendwo reinstecken kann. 9,99 das Zweierpack und ich würde sagen, wir rutschen etwas auf die Seite, damit man das ganze Prospekt auch sehen kann. Also wie gesagt, das ist ab dem 27.12. ab heute. Hier ist nochmal groß die Reklame. Dann geht es weiter. Wir haben hier etwas Neues und zwar Ciche Feuerwerki, das heißt ruhigeres Feuerwerk. Ich bin gespannt. Ich habe das noch nie gehört, habe das auch nie gekauft. Ich kaufe selber ungern Feuerwerk. Erstens, weil es rausgeschmissenes Geld ist, zweitens, weil es nicht gut für die Tiere ist, aber ich finde das total super. Also diese ganze Pyrotechnik finde ich total aufregend. Ich gucke mir das sehr gern an. Was haben wir hier? Ein extra leises Feuerwerk, Silent Sound, 25 Schuss,
Kaliber 26 mm bis 40 Meter, 27 Sekunden. Und da wird extra nochmal ein leiser Effekt beworben. Hier haben wir 19 Schuss, Kaliber 30, 45 Meter, 30 Sekunden. Und hier hat man für das oder das 64,90. Das interessiert mich, da bin ich mal gespannt. Da würde ich vielleicht sogar auch mal zugreifen. Hier haben wir ein Sestaf, also ein Set. Und zwar die Raketen, da sind 24 mm Raketen dabei, und zwar 4 Stück. Dann ist einmal so eine Hummel dabei und dann achtmal diese Sternspritzer. Und was das andere ist, ich denke, das sind diese Knallerbsen. Ich kenne diese Spezialausdrücke teilweise im Pyrotechnikbereich auf Polnisch noch nicht ganz so gut. Hier haben wir dann ein Gold Light, das sind 16 Schuss, 24,99 oder dieses Set. Ja, das ist der Preis für eines der beiden. Hier haben wir 16 Schuss, 20 mm, 35 Meter in der Höhe, 22 Sekunden. Dann haben wir hier nochmal die Raketen. Und da ist es ein Unterschied, ob wir das Sestaf mit den 9 Raketen Soundtrack nehmen oder mit den 5 Raketen Partymix. Wir haben hier im Set 4-mal sehr groß Barco Duże. 48 mm, 3-mal Dusche-Rakete, das heißt die großen 38 mm und 2-mal Schrednje-Rakete, das heißt 25 mm. Hier haben wir auch eine Aufteilung, da haben wir 4 große und eine mittlere. 44,99, 64,90, da steht überall Super-Hit. Das ist die Frage, was der Geldbeutel hergibt. Dann haben wir hier Emotion, 19 Schuss. 20 mm, 35 Meter Höhe, 26 Sekunden für 34,99. Hier haben wir Big Shots, 25 Schuss, genauso 20 mm, auch die 35 Meter. Und hier haben wir aber 2 Sekunden mehr, so bis circa 28 Sekunden. Da wird auch immer so ein bisschen abgewogen. Das kann manchmal länger und auch manchmal kürzer dauern. Hier haben wir jetzt was, King Size für 64,90. 19 Schuss, jetzt ist Kaliber 30. Höhe 45 Meter, 30 Sekunden Brenndauer. Hier unten drunter Magic Dragon. Da haben wir hier nur bei ausgesuchten Läden, glaube ich. Vibranich, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das heißt so, also dass das nicht in jedem Laden verfügbar ist. Das sind 25 Schuss, Kaliber 30, 45 Meter und 36 Sekunden für 84,90 die Packung. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Hier haben wir schöne Sachen. Haben wir wieder das Zeichen hier. Das heißt Ciche Fajerwerki. Da ist ja immer so, das muss ich mir auch angewöhnen, wenn das C dasteht und es ist ein I dahinter, dann heißt das ja immer Chi und nicht Z. Also da habe ich auch öfters hin und wieder meine Probleme. Also hier haben wir auf jeden Fall diese Sternspritzer, wenn ich sie mal so nennen darf. Also das kommt dann da oben raus, soweit ich das weiß. Da haben wir hier 9 Sorte 99 von 20. Oder nee, das sind die großen Sternspritzer. Nicht, dass ich was Falsches sage. Nee, das sind die Sternspritzer hier. 20 Stück für 9,99. Und hier haben wir jetzt dieses Speed Stars. Und das ist jetzt wieder hier dieses leise Feuerwerk für die Tiere. Ob das für die Tiere ist, weiß ich nicht, aber es soll ein bisschen besser sein. Da haben wir 100 Schuss, die da rauskommen aus einem. Das ist ein Farbeffekt mit Sternen und so Kometen. Und es ist besonders leise. Ja, so eine Packung 12,99 kann man sich überlegen. Da geht es dann wieder weiter. 16 Schuss, Kaliber 26 mm. Knapp 40 Zloty, also knapp 10 Euro, so um die 9 Euro müssten das sein. Beautiful Show für 59,90, also es gibt hier viel im Preissegment, so bis 60 Zloty. Das sind jetzt 25 Schuss und geht bis 30 Sekunden. Ich bin mal gespannt, was auf den nächsten Seiten noch so gibt, ob es da etwas länger gibt. Hier gehen wir schon Richtung 37 Sekunden, 40 Meter, und das ist ein Mix, also Flashlight. Hier haben wir 41 Schuss im Kaliber 16, 20 und 25. Das ist natürlich schon, und da wird geschrieben, dass das ein besonders gerades Hochsteigen ist. Also die gehen senkrecht nach oben und machen dann oben einfach ihre Explosionen. Also wie gesagt, sieht ja immer ganz toll aus, so eine Batterie. Hier geht es jetzt von den Preisen schon ein bisschen höher, das zieht an. Hier haben wir jetzt 119 Zloty, 48 Schuss, Kaliber 26, 40 Meter, 48 Sekunden, gleich sind wir bei einer Minute. Da brauchen wir auch nicht mehr. Fantasy Dream, 19 Schuss, Kaliber 35, 55 Meter. Das ist mal hoch, ne? 55 Meter und 37 Sekunden. Da haben wir hier für 149 Zloty die Packung. Das sind jetzt 100 Schuss, Kaliber 20,
35 Meter, also wenn man überlegt, hier 55, 35, aber hier 50 Sekunden Brenndauer, ja, das wird dann immer groß geschrieben. Jetzt sind wir schon bei einer ordentlichen Portion hier. Und was haben wir hier? Skyrider. Skyrider ist 36 Schuss, Kaliber 26 mm und 40 Meter Höhe, 36 Sekunden. Rainbow Explosion, ich glaube, das ist hier mit das teuerste, 219 und 259. Der hier hat 100 Schuss, der 178. Hier haben wir nur 26 mm Kaliber, hier haben wir 14, 18,5 und 25. Hier gehen wir 40 Meter, hier auch. Hier haben wir 90 Sekunden, Freunde. Anderthalb Minuten. Und hier haben wir 60 Sekunden. Und das ist auch wieder hier mit einem geraden Schuss nach oben. Also das ist natürlich richtig teuer, aber dann auch richtig schön. Hier haben wir noch so einen 19er Schuss. Da brauche ich jetzt nicht jeden vorlesen. Hier hinten haben wir die letzten, die Nachzügler. Ich fange mal von unten an. Multicolor für ja, knapp 30 Euro. Wenn man es so umrechnen will. Da haben wir 36 Schuss, Kaliber 30 mm, 45 Meter Höhe, ist auch schon beachtlich, 42 Sekunden. Ja, wenn man da zusammenlegt, jeder macht 30, 40 Sorte in die Kasse, okay, hat man auch was. Wenn man als Familie das macht, ist das ja auch nicht gerade so kostspielig, wenn man zusammenlegt. Einer zündet an und die restlichen prosten da drauf. 48 Schuss, 69,90. Hier haben wir 35 Meter, 46 Sekunden. Und hier was ganz Günstiges, also im Vergleich zu den anderen, das nennt sich Fire Angel. Hier haben wir 10 Schuss, Kaliber 18 mm, 30 Meter Höhe, 15 Sekunden. Ja, das ist zwar kurz, aber effektiv für 20 Zloty, also für 5 Euro kann man sagen, okay, kann man investieren. Soweit das Feuerwerk, das waren jetzt ein paar Seiten. Dann haben wir hier noch die ganz normalen Produkten, die ganz normalen Produkte, nicht die Produkten. Zum Feiern, hier haben wir ein Dartspiel, ein Trinkspiel, ein halbes Schnapsglas, hier muss man trinken, ein ganzes Schnapsglas, ich sehe das hier, genial. Und hier der ganze, das ganze Glas, ja, ja, Wahnsinn. Und dann haben wir hier noch ein Roulette. Genau, da muss man dann hier mit diesen zwei Kugeln die Nummern treffen. Und ach ja, das gibt ein schönes Fest. Hier haben wir noch eine Jarufka, also eine Birne, RGBW, oh, ich kenne nur RGB. Okay, das heißt aber dann wahrscheinlich, ja, Musik kommt auch raus. Was haben wir hier, so eine Disco-Kugel. Dann haben wir hier noch die Einbaustrahler, wer die sich noch vorm Jahreswechsel installieren möchte. Hier haben wir Hüte, ganz viele Ballons und Tröten. Hier Masken, dieses Mal nicht für Mund und Nase, sondern Masetschka, Ajurova, hier zum Beispiel für die Augen hier oben. Richtig toll. Und was gibt es hier noch für die Kleinsten unter unseren Erdbewohnern, die ganzen Reflektoren hier. Das ist auch gut. Die haben ja in diesem Jahr in Polen diese Zebrastreifengeschichte geändert, dass da härtere Strafen drohen. Finde ich richtig, aber immer darauf achten, mit den Kindern das nochmal durchgehen. Da hält sich der ein oder andere immer noch nicht dran. Finde ich auch ein bisschen schade, aber das ist halt so. Hier gibt es ganz viele Bücher. Da muss man natürlich auch Polnisch verstehen und auch lesen können. Hier nochmal der gesunde Senior oder die gesunde Seniorin. Ich glaube, die Sternchen muss ich nicht oben dran machen. Und ja, dann gibt es hier noch die Grabbeleuchtung und zum Schluss noch den Hinweis: Wielka Orchestra Świątecznej Pomocy. Das ist immer in Polen. Wer das schon mal miterlebt hat, da gibt es auch öfters in den großen Supermärkten, dass diese ganzen, was sind das, solche Jugendfeuerwehr oder ja, die einfach diese Vereine, die helfen einem dann beim Einpacken der Einkäufe und halten einem dann diese Box entgegen. Da kann man was reinschmeißen. Man bekommt teilweise auch bei den Geschäften in einem Betrag von so und so viel einen Jeton und da kann man das gucken, wo man das hin gibt. Das kommt also Kindern zugute. Und hier ist auch wieder ein großes Finale 2022. Immer eine tolle Sache. Das war's jetzt zum Thema Feuerwerk. Wie gesagt, ich will hier niemanden reizen, aber das ist halt eine Entscheidung der Bundesregierung, die hat das zu verantworten. Bei uns in Polen gibt es das Feuerwerk. Wie sieht der Plan aus? Hier auf dem Kanal gibt es noch
ein Video am 28. über die gigantischen Preissteigerungen. Nein, halt, das kommt kurz vor dem neuen Jahr, ich glaube am 30., weil die gibt es, diese gigantischen Preissteigerungen. Dann gibt es noch ein kleines Resümee bzw. dem privaten Weihnachtsfest, das wir hatten. Da habe ich noch ein kleines 3-Minuten-Video zusammengestellt. Da könnt ihr mal so ein bisschen näher reinschauen, wie das hier bei uns abgelaufen ist. Dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit, wünsche euch eine tolle letzte 2021er Woche, auf dass es nächstes Jahr besser wird. Und wer jetzt noch vorhat, nach Polen zu fahren über Silvester, Silvester ist alles offen. Da hat die Bundesregierung hier, oder der Sejm in dem Fall, gesagt, die Politiker, am 31. gehen die Beschränkungen zurück. Also da dürfen die Bars offen haben, aber die sind ja momentan sowieso auf. Ihr versteht schon den Wink mit dem Zaunpfahl. Da gibt es ganz viele Feste. Da habe ich gesehen, in Wrocław sind in der Oper ein Silvesterball und in verschiedenen Bars und Diskotheken. Also da tanzt wirklich der Bär. Wer das noch möchte, mit dem Zug anreisen, mit dem PKW anreisen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch einen Livestream vorher machen soll. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ob das vielleicht für euch hilfreich ist, dass ich dem einen oder anderen das nochmal erkläre, wie das läuft, ob das notwendig ist. Da würde ich mich in jedem Fall über eine Rückmeldung freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Do widzenia.